herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 1. FC Bocholt vor dem Regionalliga-Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster. Ich darf zu meiner Linken Jan Winking, den Cheftrainer des 1. FC Bocholt, begrüßen. Hallo Jan. Servus. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Du hast nach der 1:2 Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf 2 von einem Fehlstart gesprochen. Wie habt ihr in dieser Woche die Heimniederlage aufgearbeitet? Ja, da stehe ich auch zu. Ich glaube, wir können nicht zufrieden sein, sowohl mit der Punktausbeute als auch mit der Leistung. Aufgearbeitet haben wir es brutal ehrlich, wie wir es auch nach Siegen tun. Genauso, aber vielleicht sogar noch im größeren Detail dann nach Niederlagen. Wir haben weiterhin ein Fitnessproblem. Da gehen wir auch seit Wochen ehrlich mit um. Da sind wir natürlich für verantwortlich. Letztlich aber aus der Vorbereitung erklärbar, wo ich nicht nochmal von vorne anfangen möchte, aber teilweise sogar so, dass die Jungs sich weiterhin kennenlernen, dass wir den Fitnessstand weiter aufbauen. Das lief alles bisher nicht optimal und wurde leider jetzt mit zwei Niederlagen direkt quittiert. Wir sehen aber jetzt gerade auch die ersten Fortschritte, haben da im Training schon den ein oder anderen Reiz gesetzt und sind auch guter Dinge, dass wir das jetzt in den nächsten Spielen schon zeigen werden. Und da wollen wir einfach ein ganz anderes Gesicht zeigen. Und so wie die Jungs jetzt trainiert haben die Woche, bin ich da auch wirklich optimistisch, dass wir da einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Am Freitag geht es zum SC Preußen Münster, für viele Medien einer der Meisterschaftsfavoriten in der Regionalliga West. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, das sind sie zu Recht. Also Preußen hat eine unheimlich erfahrene Mannschaft, ein sehr, sehr strukturiertes Spiel mit hohen Ballbesitzanteilen gegen Wattenscheid im 70%-Bereich. Spielen 4-3-3, was wir aus der letzten Saison sehr, sehr gut kennen. Da sind einige Muster, die wir letztes Jahr gespielt haben, die wir kennen. Da kommt eine massive Offensivwucht auf uns zu. Es ist trotzdem immer ein sehr, sehr stabiles Gebilde. Sie wissen ganz genau, wie sie ihr Gegenpressing spielen müssen, wie sie die Konter absichern müssen. Haben zwei bockstarke Innenverteidiger mit Scherder und Hahn. Wie gesagt, viel Erfahrung, ist immer eine eklige Truppe, immer auch mannschaftlich geschlossen. Und ich glaube, vor sehr, sehr großer Kulisse und gerade in Münster bei einem Flutlichtspiel somit der höchste Schwierigkeitsgrad, den du in der Regionalliga haben kannst. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben knapp 1500 Zuschauer im ersten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf 2 gehabt. Morgen werden über 8000 Zuschauer, vielleicht sogar eine fünfstellige Zuschauerzahl im Preußenstadion erwartet. Davon knapp 500 aus Bocholt. Welche Rolle spielt diese Zuschauerkulisse für dein Team? Sicherlich das Highlight oder eins der Highlights, weshalb wir alle diesen Aufstieg wollten, weshalb wir in diese Liga wollten, dass du solche Knallerspiele hast. Wichtig ist, dass wir jetzt Schritt für Schritt dafür arbeiten, dass es eben nicht nur Highlights bleiben, die wir nach einem Jahr wieder löschen können, sondern dass wir wirklich jetzt schnell rankommen, uns in diese Liga reinfinden. Die Kulisse wird mit Sicherheit atemberaubend sein, gerade bei einem Flutlichtspiel. Ich glaube, der Kollege hat es heute auch in der Pressekonferenz gesagt, an der Hammerstraße, Flutlicht, was willst du mehr? Ich glaube, da sind wir uns einig. Zuletzt fehlten einige wichtige Akteure aus deinem Team, wie Fakro und Kovovic, verletzungsbedingt. Wie sieht es personell aktuell in deinem Team aus? Personell sieht es sehr, sehr gut aus. Wir haben bis auf die beiden Jungs, die frisch operiert wurden, mit Gino Windmüller und Takumi Yanagisawa, bei beiden sehr gut verlaufen, haben wir alle Spieler zur Verfügung. Ein weiterer Spieler aber wegen der fehlenden Spielberechtigung mit Kohei Nakano leider immer noch nicht spielberechtigt, sodass wir auf insgesamt 24 Spieler zurückgreifen können. Das wird auch Härtefälle im Kader geben, weil wir eben einen 20er-Kader benennen werden. Aktuell haben wir aber auch wenig Zeit für Sentimentalitäten. Wir werden es den Jungs erklären, dürfen aber wie gesagt nur 20 Mann mitnehmen. Aber wichtig für uns, dass wir personell letztlich aus dem Vollen schöpfen können. Markus Stojanovic und Leander Goralski wurden vergangene Woche nur wenige Tage vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 2 verpflichtet, wurden dann auch in der Partie eingewechselt. Welchen Eindruck hast du von den beiden bislang und sind sie für das Preußenspiel vielleicht sogar schon Startelf-Kandidaten? Also ich finde gerade Leo hat nach seiner Einwechslung hervorragend gemacht, hat direkt angedeutet, dass er in der Innenverteidigung ein wichtiger Spieler sein kann. Auch Marco hat im Training sehr, sehr gute Aktionen gehabt, deswegen würde ich bei beiden nicht ausschließen, dass sie eventuell in die Startelf rutschen können. Haben sich schnell auch akklimatisieren können. Und ich glaube, da ist uns letztlich spät im Transferfenster, aber dann doch nochmal ein guter Griff gelungen bei beiden. Und wie gesagt, sind beide ein Kandidat jeweils für das Spiel gegen Münster.
Zu guter Letzt, was erwartest du von deinem Team und was erwartest du von dem Spiel im Allgemeinen? Ja, wir wollen uns anders präsentieren. Wir sind jetzt mit beiden Spielen sehr unzufrieden gewesen. Die Leistung war insgesamt nicht gut. Deswegen wird es darauf ankommen, dass wir ja, geschlossen auftreten, dass wir ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigen, deutlich bissiger sind, in den Zweikämpfen schnell drin sind, dass wir sehr, sehr kompakt verteidigen, dass wir bereit sind, auch diesen letzten Meter noch zu machen. Das klingt einfach, aber das ist wirklich eine Kunst, wo du als Mannschaft hinkommen musst und dass wir dann auch eine gewisse Effektivität haben müssen, um die wenigen Chancen, die sich da in Münster bieten werden, auch zu nutzen. Und dann muss man auch sagen, haben wir trotz alledem, trotz dass wir schlecht gestartet sind mit 2 Spielen und 0 Punkten, darf man auch festhalten, dass wir Bock auf das Spiel haben, dass wir Bock auf Erfolg haben. Und auch da geht es darum, nach 3 Punkten zu streben. Und wenn uns das durch den Spielverlauf verwehrt bleiben sollte, dann kämpfen wir eben um 1 Punkt. Ich danke dir, Jan, für deine Ausführungen. Ich darf darauf hinweisen, dass Anstoß im Preußenstadion in der Hammerstraße um 19.30 Uhr ist. Wir werden natürlich live auf unseren Social-Media-Kanälen vom Spiel berichten. Wer nicht live mit dem Stadion sein kann, kann die Partie auch bei Sport Total verfolgen. Ebenso überträgt Radio WMW die Partie live. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.